Ja, hi Leute, ich bin's hier, Lego Star Wars Freak 333 und heute mal wieder mit einem neuen Tauschvideo. Ja, es ist ja schon etwas länger her, seit ich mein letzten Tauschangebot sozusagen im Video gemacht habe. Und ja, es stehen wieder 12 Sachen zum Tausch bereit. Eine 13. Sache möglicherweise auch, aber da kommt es drauf an, ob ihr mir dafür was wirklich Gutes bietet. Nicht, weil die Figur jetzt so besonders selten ist, sondern weil ich sie möglicherweise selber noch brauche. Das heißt, ihr müsstet mich schon mit einem guten Angebot überzeugen, die zu tauschen. Vorab sage ich euch noch ein paar Regeln für meine Tauschbörse. Also erstens, ich will keine Gebote haben, wie brauchst du das und das oder ich möchte gern die und die Figur haben oder ist die und die Figur noch da? Also wenn, dann schreibt einfach, was ihr sucht, also was nicht was ihr sucht, sondern was ihr davon braucht, was ihr bietet und ob die Sachen noch da sind, ob davon schon was vertauscht, das werde ich euch dann schon in der Antwort sagen. Also einfach schreiben, was ihr braucht und was ihr bietet. Die Sachen, die ich brauche, sage ich euch hinterher. Ja, jetzt fange ich erstmal mit den Figuren an. Erstmal mit der Figur, die ich nur möglicherweise tauschen werde. Und zwar ist das Obi-Wan Kenobi im Originalzustand mit dem Laserschwert. Im halt guten Zustand aus dem neuen Jedi Interceptor. Ja, den werde ich halt nur möglicherweise tauschen. Deswegen lege ich ihn jetzt mal hier unten hin. Dann fange ich mit den Figuren an, die ich auf jeden Fall tauschen würde. Ja, und sage euch dann auch, wie viel mir die ungefähr wert sind. Hier ist einmal Plo Koon. Oh, ich habe eine Figur vergessen. Kleinen Mensch. Okay, also es sind mit der möglicherweise getauschten Figur insgesamt jetzt 14. Ich hatte vergessen, meine Asajj Ventress aus dem Knights wieder dazuzulegen. Also, nochmal von vorne. Also ich tausche Plo Koon mit grauem Laserschwertgriff aus dem Gunship. Originalzustand halt, keine Beine vertauscht oder ähnliches. Ja, dann vertausche ich Newt Gunray aus dem Separatist Shuttle. Die beiden Figuren sind mir schon einiges wert, also müsst ihr schon was Gutes für bieten. Genauso wie für diese, also eigentlich müsst ihr für mir für alles was Gutes bieten, aber manche Figuren sind mir halt besonders viel wert davon. Dann habe ich hier einen Rocket Druiden Commander und 3 Rocket Druiden Trooper. Ja, die könnt ihr, es wäre am besten, wenn mir jemand die alle 4 abnehmen würde. Ja, das wäre vielleicht am besten, aber ihr könnt mir die auch einzeln abtauschen, wenn ihr die braucht, nur ein paar oder nicht so viel dafür vertauschen wollt. Ja, dann halt Asajj Ventress aus den Knights wieder mit den Lichtschwertern. Nicht, wie gesagt, auch hier nichts verändert. Ganz normal die Figur. Ja, brauche ich auch nicht mehr, weil ich halt jetzt die aus dem Gunship habe. Ja, dann R2-D2 mit, als das war früher mal ein Schlüsselanhänger. Aber hier oben ist der Schlüsselanhänger rausgeschnitten worden, sodass jetzt nur noch die Figur übrig bleibt, der man auch die Beine, man kann die Beine auch abnehmen. Das heißt, die Figur ist, Moment, ich mach's mal wieder dran, so funktionstüchtig, als wäre sie eine Figur aus einem Set. Ist halt, wie gesagt, eine Magnetfigur. Und ja, wer halt R2-D2 braucht und ja, der, weil ich habe jetzt halt den aus dem Jedi Interceptor und deswegen brauche ich den nicht mehr. Dann habe ich noch einen Pilotendruiden, ja, auch aus dem Separatist Shuttle. Der ist mir schon einiges wert, weil es gibt ja jetzt die neuen aus dem Battle of Naboo, also die etwas neueren. Die sind natürlich nicht so viel wert, aber diese hier haben einen anderen Körper, da sind keine beigen Markierungen auf dem Blau. Das heißt, der ist seltener, weil der halt auch nicht mehr produziert wird, deswegen möchte ich dafür schon was Gutes haben. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen loszuschlagen, für die ich jetzt nicht so viel möchte, aber auch wieder was Gutes. Also nicht jetzt irgendwie so übertriebene Angebote, aber also nicht irgendwie ein paar Druiden, nicht irgendwie 2 Druiden für die 3 Helme, also ein bisschen mehr sind die mir schon wert. Sind alles 3 Stormtrooper-Helme in gutem Zustand. Ja. Wäre ich auch sehr dankbar, wenn mir die jemand alle 3 auf einmal abnehmen würde. Und dann habe ich noch einen Helm hier, und zwar diesen
91. Aufklärungskorps Trooper von Commander Neo aus seiner Einheit halt. Ja, und wie gesagt, sagt Obi-Wan Kenobi, den ich halt nur möglicherweise tauschen werde. Ja, das waren schon die Figuren, die ich tausche. Außerdem habe ich, das weiß ich jetzt gar nicht, ich meine, ich hätte noch irgendwo Darth Vader, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Ach doch, hier habe ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur im Angebot ohne Mantel. Also nur mit dem Laserschwert, halt ohne den Umhang. Wenn ich den noch finde und mir jemand ein gutes Angebot, also ich habe noch welche, aber die brauche ich noch für meinen Jedis. Also wenn mir jemand ein wirklich gutes Angebot macht, dann vertausche ich mit, sonst nicht. Ja, das waren die Figuren, die ich tausche. Ich brauche Horn Company Trooper und Klone. Und jetzt nehme ich hier einfach mal als Beispiel diese hier. Little Armshot Blaster. Die drei Sachen brauche ich hauptsächlich zur Zeit. Ach ja, und East Coast, den kann ich jetzt natürlich nicht hinlegen, weil ich den natürlich noch logischerweise noch nicht habe. Also Horn Company Trooper, Clone Trooper und Little Armshot Waffen. Und vielleicht auch Brick Arms Waffen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.